Good afternoon, 47. Your destination is Marrakesh, Morocco, where civil riots are looming. Your targets are private banker Klaus Strandberg and army general Reza Zidane, two of the conspirators in a sinister plot to overthrow Morocco's fragile government. Strandberg, a former bank CEO who stole billions of dollars worth of savings from the Moroccan people, was facing trial for investment fraud. But early this morning, a band of heavily armed mercenaries freed Strandberg from his prison transport, resulting in the death of several police officers. Strandberg now takes refuge at his native Swedish consulate, in front of which crowds of angry protesters have gathered, demanding his handover to Moroccan authorities. We believe General Zidane orchestrated Strandberg's escape to infuriate the public and spark nationwide riots, allowing Zidane to impose martial law. Operating out of a field HQ at a nearby abandoned school, he will no doubt use the riots to depict the Rabat government as weak and inept, and persuade the general staff to support a fully-fledged military coup in the name of national security. Our client, building contractor Hamilton Lowe, who stands to lose a fortune in government contracts, has hired us to prevent the coup d'etat. To do so, you need to paralyze Zidane's rebel forces and prevent the riots from escalating further, hence the double contract. This is quite the political powder keg, 47, so be careful. The fate of a nation is at stake. I will leave you to prepare. Welcome to Marrakesh, 47. The situation grows more tense by the minute. The consulate is under lockdown, but the protests are only a stone throw away from full-blown riots, and Zidane won't hesitate to unleash his troops. So whatever you're planning, time is of the essence. Good luck, 47. Danke und Leute, damit herzlich willkommen zu Hitman. Sie hatte gesagt, es ist ein politisches irgendwas, meine Gott. Sie hat ihr gesagt, es ist ein politisches Pulver was oder so und ich muss sehr vorsichtig agieren, weil sonst, ja, alles in die Hose gehen könnte. Es würde sowieso in die Hose gehen, das wissen wir ja, das kennen wir ja. Wir haben eine neue Gelegenheit, die nutzen wir doch. Hier gehen wir mal zu diesem Punkt, mal gucken, eigentlich sollte ja da, sollten wir das ja dann irgendwie schaffen oder so, weil ich meine, Gelegenheit ist doch gut. Ah, okay, wir müssen jetzt diesen Typen, müssen uns als diesen Typen verkleiden. So. Mann, der eine Typ soll weggehen. Jetzt hätte ich die perfekte Chance. Mann, dieser dumme Typ hat uns jetzt unsere Chance vermasselt. Alter, läuft mir der Typ jetzt nach? Oh Mann. Tja, jetzt verpiss dich doch. Okay, wir haben es jetzt gemacht. Hä, Alter, das fuckt so ab, der Typ läuft mir die ganze Zeit nach und dann... Oh, er slackt schon wieder, mein Gott. Jetzt einfach untertauchen. Wieso schießen die jetzt auf mich? Wie wissen die jetzt, dass ich das bin? Das hat mich niemand gesehen. Ja, wir riskieren es jetzt einfach wieder. Wir gehen jetzt einfach wieder raus. Ich meine, was soll ich denn machen? Die ganze Zeit in der Mülltonne chillen? Also, okay, wir müssen hier irgendwo... Nicht umdrehen. Einfach sich umdrehen. Schnell weg, Udi. Udi, ich muss los. Ah, doof, ne? Leute, wir können jetzt, glaube ich, wieder raus, ja? Jetzt reden wir hier mal mit denen. Boah, das war knapp. Die wollen jetzt aber nicht dort durch, oder? Scheiße, jetzt haben wir ein Problem, Digga. Aber das Gute ist, niemand sieht jetzt den da. So, so dann verkleiden wir uns mal. Aber jetzt machen wir das hier mal noch kurz. Muss leider einfach sein. Jetzt nehmen wir den und machen den da kurz in die Box. Ja. Okay, jetzt müssen wir nur in die Schule kommen. Frag ich, wo ist die Schule? Ja, wir dürfen natürlich hoch, weil wir ja, halt dieses Outfit haben. Okay, let's go, dann gehen wir mal darüber. Und ja, jetzt müssen wir halt die Zelle finden. Kommen wir gar nicht runter. Hä? Wieso schießen die auf mich? Hä? Also, das verstehe ich ja jetzt komplett nicht. Wieso schießen die jetzt auf mich? Ich habe gar nichts gemacht, Alter. Ja, komm.
Alter, ist das eine geile Waffe. Digga, wie random ist das aber auch kam. Alter, aber ich verstehe es ja überhaupt nicht. Wie kam das random? Der einfach plötzlich auf mich geschossen haben. Aber naja. Wir müssen jetzt die Zelle finden, aber die hatten wir eigentlich vorhin schon gefunden. Da drüben ist das Ziel, aber da drüben sind auch noch vier andere. Wir müssen uns als Offizier verkleiden. Schaffen wir es, ihn hier rauszulocken? Dass uns niemand sieht? Ich glaube nicht, weil die zwei da, die kommen ja jetzt. Beide chillt hier auch nur. Ah, jetzt kommen da hinten aber wieder neue. Wir können eine Münze dorthin schmeißen. Dann geht er nach vorne. Dann sieht man ihn nicht mehr. So. Was Gelegenheit verpasst, Brody. Oh fuck, das war gar kein Offizier. Scheiße, Bruder. Doch, warte, wir können den hier verstecken. Man muss sagen, nochmal Glück gehabt, Alter. Okay, wo ist denn ein Offizier? War die Zielperson ein Offizier? Oder ist die Zielperson ein Offizier? Oder der da drüben? Aber ich glaube nicht. Weil das Ding ist, jetzt ist ja niemand bei dem Typ. Dann können wir eigentlich dort hinten kurz raus. Halt die Fresse. Soll einfach seine Fresse halten. Kann ich die nicht befreien irgendwie? Boah, das ist dumm. Da stand ja einer. Oh mein Gott, ich habe den Null gesehen. Wie lost. Tut mir leid. Mann, wieso erkennt die mich wieder? Ich habe doch Outfit gewechselt. Och, scheiße. Ja, Digga, das war so komplett, Alter. Ich bringe einfach alle um. Ja, willst du auch noch? Er will auch noch. Haben wir die Zielperson getötet? Ja, ne? Frage ist ja nur, woran erkenne ich einen Offizier? Ah, die mit den roten Dingens. Hier hinten hat es eine Kiste. Da vorne sind aber zwei. Ich weiß nicht, ob sie es merken würden, wenn ich von hier diesen Offizier, wenn ich da lautlos mache, dann würde der doch eigentlich nichts merken, oder? Fuck, die haben es auch gemerkt. Ne, warte, die setzen sich wieder hin. Fuck, jetzt kommen da zwei da auch. Ach, Mann. Schnell, schnell, schnell verstecken. Als würde die das so in die Hose gehen, da hat mich doch safe gesehen. Da habe ich gerade eine Idee, wie wär's denn? Warte mal gucken, in welche Richtung guckt der? Ach, jetzt geht er wieder runter. Was ein nerviger Typ. Ach Mann, das gibt's doch nicht. So, einfach weg, Brody. Einfach weg. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Also noch nicht ganz, aber wir haben zumindest schon mal die Verkleidung. Und ich weiß auch nicht, ob wir jetzt zu dem runter können. Tut mir leid, ja, genau. Boah. Och, Digga, das gibt's doch nicht. Wie Pech. Egal, die anderen sehen mich ja nicht. Oder erkennen mich ja nicht. Gehen wir jetzt mal in den anderen Raum. Was muss ich denn mit dir machen? Muss ich dir nicht befreien? Naja, ich versuche mich jetzt beim anderen einzuschleimen. Also beim krassen halt. Oder was kann ich denn hier machen? Ah, wegschicken. Oh, ist das geil. Wie könnte ich ihn hier auf der Treppe holen? Ja, aber vielleicht gibt es ja noch eine bessere Gelegenheit. Wobei hier oben ist halt schon geil. So, du da. Geh weg. Okay, wir warten jetzt einfach hier. Gerade ist ja niemand da. Und du, ich hoffe, du bist genug weit weg, weil sonst haben wir Beef. Wir warten jetzt noch hier. Und wenn er die Treppe runtergeht, rennen wir dorthin und kidnappen ihn. Genau, gehen wir runter, gehen so rein. Au. Bin jetzt kurz so ein bisschen stecken. Unbemerkt, ja, kidnappen. Alter, also das wäre jetzt Hitman-mäßig. So muss es sich anfühlen, Alter. Als Hitman, wenn es niemand merkt, aber man schon vier Unschuldige getötet hat oder so. Okay, now, müssen wir onmoven zu dem anderen Typen. Oh, is it what do you see? As you twist the tiles beneath our feet.